Heute geht es für uns in den Untergrund. Unterwegs in einem geheimen Tunnel, mitten unter einer Großstadt. Dort befanden sich unter anderem auch zwei große Bahnhöfe. So, Freunde, heute schauen wir uns einen verlassenen unterirdischen Zugtunnel an. Dieser wurde nie eröffnet. Das Ganze ist sehr heiß. Wir sind hier mitten in einer Großstadt. Und ich gehe hier gerade auf stillgelegten Schienen. Und ich bin echt mal gespannt, was das Ganze zu bieten hat. Okay, Freunde, das ist echt extrem heiß, ne? Wir müssen hier wirklich aufpassen. Wenn uns hier einer sieht, dann sind wir vergessen. Zum Glück habe ich meine große Taschenlampe dabei. Damit sehen wir hoffentlich alles heute. Okay, dort sieht man, das Tor steht sperrangelweit offen. Leute, ich bin echt aufgeregt. Ne? Das muss richtig geil sein da drin. Taschenlampe an. Oh, oh ja, Leute. Das sieht vielversprechend aus. Okay, Freunde, ich fühle mich hier nicht wirklich sicher. Weil es fühlt sich einfach komisch an, in einem Bahntunnel zu gehen. Schaut euch das mal an. Ne? Überall verwinkelt, ne? Und dort hinten soll der Bahnhof sein. So, ich bin nicht allein unterwegs, sondern mit Paul wieder. Yes, ist echt krass. Tief? Ja, das geht. Ist das hier alles stillgelegt? Ja, sieht man so aus. Okay, gehen wir mal hier hoch. Soll ich einmal Licht machen? Okay, Turbo. 100.000 Lumen. Was? Machen wir nochmal hoch. Kabelschacht. Okay, hier meine Weiche. Okay. Okay, Freunde, das ist echt krass. Handverschluss. Kann man das verstellen? Den kannst du hochschrauben. Du kannst hier du brauchst extra Kurbel. Du musst das da vorne in die Kaste machen. Das ist und dann kannst du. Das stimmt. Also man kann die Weiche umkurbeln, aber die Weiche ist gesichert. Das siehst du hier an dem Profil. Nicht wirklich. Aber da ist nicht mehr. Hier sind wir Stadtbahnen gefahren. Das siehst du an dem Profil, aber. Ja, das ist zu krass, ne? Alter. So, 100.000 Lumen sind aktiviert. Damit lässt sich's doch leben im Tunnel, oder? Okay, Freunde, was auf jeden Fall krass ist, da hinten sieht man, das Licht brennt. Also, vielleicht sind hier noch einige Leute unterwegs, die auf diesen Tunnel aufpassen. Ja, hier ist der verlassene Bahnhof. Okay, Freunde, nächster Halt. Bahnhof. Alter. Das ist so krass. Guck mal, die Bank. Also ich dachte gerade, die Bank, die klebt an der Wand so falsch rum. Das sah gerade so aus. Ja. Alter, das. Sowas sieht man echt selten. Hier haben wir die ehemaligen Bänke, wo man sich damals hingesessen hat. Zack. Und hier. Ey, krass, haben wir dann auf den Zug gewartet. So, da hinten, wo der Paul gerade geht, da gehen wir jetzt auch mal gucken. Oh. Oh Mann. Oh ja, Freunde. Das wollten wir sehen. Verlassene Rolltreppen. Krass. Okay, die sind lang nicht mehr in Betrieb. Da muss man sich ja noch bewegen, Alter. Geht gar nicht. Okay, Bundesverband für den Selbstschutz. Das muss ich zensieren. Ah, hier ist das Tor. Okay, nur zur Info. Dort, da leuchte ich jetzt nicht hin, da sieht man, wenn ich das Licht ausmache, dort ist wahrscheinlich noch der aktive Bereich. Aber hier ist garantiert, wie man es auch auf dem Boden sieht, stillgelegt. Das sieht echt heftig aus hier drin.
So, gehen wir mal ein bisschen so. Da hinten sieht man, brennt noch Licht. Das ist so krass. Okay, Freunde, das ist echt extrem riesig. Ne? Also du gehst hier quasi, ich kann mal Licht machen. Alter, wie weit geht denn das noch nach hinten? Ja, ich lass grad. Die Leute wollen immer Bilder machen, wenn ich natürlich immer meine Taschenlampe dabei habe. Aber so ist das nun mal. Okay, Freunde, was ist das? Lager? Nee. Hat's hier gebrannt oder was ist hier los? Oh. Europaletten. Paul, was hältst du von der Location? Cool. Auf jeden Fall. Aber dort hinten, wo die anderen gehen, da wollen wir hin. Und zwar an den nächsten Bahnhof. Und ja, der nächste Bahnhof. Okay, Freunde, wir sind angekommen am nächsten Bahnhof der Begierde. Und der sieht doch schon mal etwas krasser aus als der andere. Okay, Freunde, die Absperrung steht für uns offen, dass wir uns diesen Bahnhof hier angucken können. Und hier, wo tatsächlich nicht so viel randaliert, ne? Hier ist der Bahnhof Rathaus. Krass, also der Gedanke ist heftig, dass das hier nie in Betrieb war, ne? Also so haben wir es zumindest gelesen. Testen wir das mal aus. Okay, das ist echt krass. Hier einfach zu sitzen, ist einfach so ein krasses Gefühl. Okay, hier gehen Treppen hoch. Ja, das war WC. Was haben wir hier? Vielleicht so ein, also ein Schaufenster gewesen, wo vielleicht, kann ich mir nicht erklären, Sachen ausgestellt wurden. Hier ist auch so ein Kunstrasen. Oh ja, und hier haben wir den nächsten Rolltreppen. Da oben brennt Licht. Okay, Freunde, das ist ganz merkwürdig. Da oben brennt Licht und das scheint der Notausgang gewesen zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den probieren sollten. Da oben haben wir noch ein Schild, was ich leider Gottes zensieren muss. Aber diese View ist doch einfach nur unvergesslich. Okay, die zwei Kameraden gehen jetzt mal schauen, was es damit auf sich hat. Hier hatten wir damals die Fahrpläne, wie es auch da schon geschildert ist, Informationen. Und ich würde sagen, mit dem Bahnhof sind wir jetzt auch fertig. Wir gehen jetzt mal zum nächsten, falls es denn einen nächsten gibt. Okay, was krass ist, du gehst hier weiter und ab dort hören dann die Schienen auf. Abgerissen, vielleicht fängt da hinten irgendwas Aktives an. Okay, Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob das zur Map gehört, ob das überhaupt geladen hat oder ob wir nicht hier durch die Map durchfallen. Aber... Uiuiui. Was haben wir hier? Ich muss immer aufpassen. Ja. Bunker. Alter. Busfahrer. Okay, das hier ist out of the map. Aber. Ja, da geht's noch weiter, ne? Da geht's noch viel weiter. Aber ob das wirklich so richtig ist, was wir hier machen, ist es sowieso nicht. Es sieht mir danach aus, das war, als würde das hier abgerissen worden sein. Ist hier wohl safe. Da hinten ist eine riesen Graffiti-Fläche. Guckt euch das an. Hier ist wieder so eine Abzweigung, wo es dann nach rechts und nach links ging. Hier steht noch ein Feuerlöscher. Wann wurde der geprüft? 2018. Okay, Freunde, nur zur Info. Da hinten ging es nicht weiter. Brauchen wir jetzt auch nicht lang gehen. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ich schmeiß noch mal ein paar Bilder. Und damit würde ich auch schon sagen... War's das nicht mit dem Video. Okay, Freunde, das hier sieht mir aus wie ein alter Kiosk, ne? Garantiert, da hier war vielleicht so ein Bahnkiosk drin. Das kann natürlich sein. Der ist aktiv. Ich muss dran schmeißen. Da kommt ein Zug. Ja. Ja. Rolldor. Aber jetzt würde ich dann auch mal sagen. Was ist mit dem Video? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Noch mal was richtig krasses. Einfach mal so ein Tunnel erkunden. Das ist auch mal was krasses. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode.
bei Leon erwächst. Ciao.